Servus Leute, die Kamera spinnt ein bisschen. Sie möchte immer die Reinigungskassette drin haben. Scheinbar macht er das Spaß. Ich bin am Chicken River. Wir haben heute den 29. Oktober und der Wetterverantwortliche hat es noch mal gut gemeint. Morgen war Nebel und jetzt ist richtig schönes Wetter. Vorhin hat die Sonne gescheint, also mehr geht nicht. Das tut so einem alten Kracher wie mir gut. Also mein Gewehrle geschnappt und ab in den Chicken River. Das Jahr ist bald vorbei. Ich hoffe auf noch ein paar schöne Tage. Der Rückblick war so und so. Von den Gästen her waren knapp über 300 da. Ich war fast täglich da, manchmal morgens und mittags noch. Das ist der Vorteil eines Rentners. Und leider musste ich mich wieder von ein paar Kollegen trennen, die nicht so auf meiner Wellenlinie liegen. Das kommt halt zu oft vor. Mit mir ist nicht ganz so einfach auszukommen. Wischiwaschi gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es immer Ja oder Nein. Und das ist wie in einer Ehe. Das Wischiwaschi oder Liebling, es ist nicht so, wie es aussieht. Leid, das ist alles für den Arsch und führt zu nichts. Man trennt sich von den Leuten und gut ist, es gibt noch mehr auf dem Planeten. Aber traurig, die mit dem A werden leider immer mehr. Ich weiß nicht, ob das an dem Analsex liegt. Es werden immer mehr Arschlöcher geboren. Und die Guten werden immer weniger. Oder sie sterben aus. Das ist scheinbar nicht mehr in, heutzutage sein Wort zu geben und sich da zu halten. Ja, ich bin kein Eheberater, aber ich bin jetzt seit wann habe ich geheiratet? 1972. Also ist schon sehr lange verheiratet. Und es ist halt nicht unbedingt üblich. Da geht die Frau allein in Urlaub, der Mann geht allein in Urlaub. Ja, wo führt es hin? Die Kinder sind die Leidtragenden. Aber genug jetzt, ich bin ja nicht der Eheberater. Also, wer mit mir zu tun hat, ist ganz klar, es gibt nur Ja oder Nein. Wischiwaschi gibt es bei mir nicht. Und wenn das so ist, ist man bei mir gut aufgehoben und hat seinen Spaß am Chicken River, solange man Lust hat. Ich habe mal Gewehre dabei, ich werde jetzt noch ein paar Schuss machen und hoffe, dass die Wildschweine mein Graben nicht zugeschickt haben. Ich nehme jetzt mal die Kamera und laufe mal den Parcours ab. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen, anrufen, Telefonnummer ist meistens in meinen Videos und anrufe, du, kann ich kommen? Kein Problem. In der Regel ist sonntags morgens von 9 bis 12 Uhr meistens Schießbetrieb, außer ich bin auf Tournee oder schieße selber Meisterschaften. Beim BDS ist das oft. Und dann ruft man kurz vorher an und kurz geht das oder nicht und dann kann man das ausmachen. Dann kann man da schießen. Man braucht nicht diese Matchgewehre. Es geht mit dem, was der Opa daheim im Schrank stehen hat. Es muss ein F vorhanden sein und es darf nicht über 7,5 Joule haben.
dann sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Das Gelände ist polizeilich begutachtet worden und ich habe die Erlaubnis, hier zu schießen. Es ist kein Verein, also Chicken River SC ist ein Verein, ich bin der Vorstand, aber das hier, dieses Gelände ist Privatgelände, hat mit dem Verein nichts zu tun. Man braucht also eine Haftpflichtversicherung, private Haftpflichtversicherung, wenn man irgendetwas beschädigt, ist man voll haftbar. Dann sollte man abgesichert sein. Das Ganze ist Paragraph 12 Absatz 4, Schießen auf befriedigtem Gelände. Also wie gesagt, mit mir kommt nicht jeder zurecht. Vielleicht mal einen Blick YouTube, Terminatoren, heißt der Film. Wenn man sich den anguckt, dann weiß man, aha, der tickt so. Dann kann man sich darauf einstellen oder nicht. Woanders gibt es ja auch Schießbetrieb, da muss man halt dorthin fahren. Alle anderen können selbstverständlich hierher kommen und sind herzlich eingeladen. So, das war mal Laber. Jetzt mal einen Gang mit der Kamera übers Gelände. Mal gucken, ob der Graben noch ist. Wir haben da ständig Überschwemmung. Und zwar sind da oben 300 Meter weiter Fischweiher. Was die dort machen, scheinbar lassen die dann ab und zu mal ab. Und der eigentliche Ablauf in der Bach ist zu. Und dann findet das Wasser durch das Schilf genau zu mir. Und wir waden dann in 10 cm hohem Wasser. Deswegen habe ich einen Graben außenrum gezogen. Der war früher auch. Nur meine schönen schwarzen Freunde haben den als benutzt, um sich zu kuscheln im Schlamm. Und dann war der irgendwann zu. Chicken River. Aus dem Grund haben wir da die Palette. Da hat mir der Wolfgang Schmenger ein paar gebraucht. Und das war eine gute Idee, die zu legen. Also im Moment keine Überschwemmung. Das ist CO2. Hat man ja schon gesehen in meinen Filmen. Einfach die Kunststoffflasche. Und dann viel, also mehr schießen, mehr CO2 die letzte Zeit. So geht es in der Hahnenbach, hoppala, und der Graben, der Kim und ich haben da kräftig geschafft, also ist noch in Ordnung, die Wildschweine sitzen da drin. Ich mache jede Wett, dass mindestens 10 bis 15 große Ohren kriechen oder denken, leck mich am Arsch. Und die liegen da im Schilf. Aber von mir haben sie nichts zu befürchten. Das ist jetzt bald wieder Hubertusjacht. Da ist vielleicht mehr Action für die arme Kerl.
Hier ist ein Windweiser. Alter Pfeil. Also hier in dem Bereich Chicken River befinden sich Minimum 150 Ziele, eher mehr. Das sind die 40 Meter. Dann geht es weiter. Dahinter der große Scheibehalter, das sind 50 Meter. Von der Lane aus, wenn ich vom 90 Meter Abschuss gehe, dann sind das doch schon 70. Der ET Pendel, die CO2-Geschichte. Hat man ja schon zigmal gesehen jetzt im Video, aber man kann sie noch einmal sausen lassen. Ziehe an die Schnur und dann pendelt das Pendel. Das sind die selber gebaute Popper. Einfach Scharnier. Haut um, ist halt keine Vorrichtung zum Wiederaufstellen. So was, alter Lautsprecher und die CO2-Kapsel, die bleiben natürlich vom Magnet stehen und wenn man sie trifft, die fallen noch nicht einmal auf den Boden, muss man sich noch nicht einmal biegen. Dann hier überall sind Löffel. Fallscheibe, Schrotpatronenhülse, CO2-Ziel, kann man mit Schnur aufrichten, ein Schweindall, Klangziele, da kann man sich langsam an die Entfernungen antasten. Wenn man sich dann angetascht hat, kann man auf sowas schießen. Aber für einen Anfänger, der noch nie auf 50, 60 Meter geschossen hat, das ist ein Sägeblatt. Und das macht natürlich das Geräusch, wenn man es getroffen hat. Also man kann sich da als Anfänger ziemlich gut orientieren, ob ich getroffen habe oder nicht. Dann da oben, ich zoome mal hier, kann man sich auf die 90 Meter an dem großen Sägeblatt einschießen. Wenn man das mal getroffen hat, ist der Käse gegessen. Dann sind die 90 Meter nur noch Spiel. Das kleine Sägeblatt, das ist schon ein bisschen schwieriger, das hat so die Größe vom Bierdeckel, wenn man das dann erreicht hat, spielt man schon in der Analiga. So, für einen Anfänger, das wäre jetzt von der Lane aus die 60 Meter, das ist jetzt gerade so Duschgelbehälter, ein leerer, oder die größere, ich mache es mal Schleichwerbung, so Lenore-Behälter, das macht halt immer ein Geräusch und die Dinger drehen sich dann auch. Und dann kann man sich als Anfänger rantasten an die Entfernungen. Also Pfälzisch Long Range. Überall sind Fallziele, Fallscheiben im Mini-Format für CO2-Waffe. Für CO2-Waffe
Pistole sind diese orangen Saftflaschen. Die waren jetzt vom Aldi. Die machen einen riesen Bums, wenn sie getroffen werden. Macht total Spaß. Also hier kommt jeder auf seine Kosten. Es lohnt sich der weiteste Weg. Ein einfacher Löffel kann wirklich Spaß machen, nicht nur beim Essen. Blinken auf die Dosen. Bei uns passiert es bei der Disziplin JS Jagdsimulation. Hier sind verschiedene Farben und auf der anderen Seite sind Pfosten mit den Farben. Und von dort aus schießt man dann auf die Dose, die wackeln und machen ein Geräusch und haben später dann ein Loch. Also das wird nur stehend geschossen. Da ist die Welt voll davon. Die sind immer so aufgestellt, dass es schon ein bisschen Spaß macht. Da hängen die Dinger. Gelb. Rot-gelb. Das ist noch ein Übrigbleibsel von meiner CO2-Schieße. Das sind dann von der Schießbude die Gipsröhre drin. Schießt man dann, ja, was ist das dann von da aus? 20 Meter. Das sind jetzt wieder Ziele CO2. Ist dann gut, wenn man ein Gerät hat, das viel Magazinkapazität hat. Die Klappen noch oben und werden durch einen Magnete gehalten. Das Stadtziel, also hier schießt man drauf, wieder Sägeblatt, macht Pling und dann wird die Stoppuhr gestartet. Und wenn man dann alle Stationen geschossen hat, so gezoomt, das letzte Ziel auf das Klangziel ist dann das Ende von dem Durchgang. Also man braucht nicht den Timer. Diese Ziele stehen ständig und wenn Veranstaltungen sind, werden halt noch verschiedene Ziele aufgebaut. Bogenschieße mache ich da auch und das ist jetzt eine Ratte. Da sind wieder die Ziele CO2 Orangensaftflasche. Da müssen wir mal drauf schießen, wenn er so CO2-Gerät hat. Stecke in den Boden. Ich habe jetzt da Stahlstange und einfach die Flasche oben drüber. Macht einen riesen Sound. Ursprünglich war ich auch hier nur viel Target schießen.
Das Gelände ist riesig. Für so einen armen Rentner wie mich. Ach, da ist noch ein Noel seine Rabbe. Ein Bogensiel. So, und jetzt gehen wir mal zu den Pfosten für die JS-Geschichte, Jagdsimulation. Wie sich so ein kleiner Fluss verändert. Bach, nicht Fluss, Bach. Bächelsche. So, wie er jetzt so am Pfosten, nur gelb und von da aus der Schuss auf nur gelb. Da über ist jetzt eine Dose nur gelb. Da sind jetzt noch mehr mit einem nur gelben Streifen und die muss man dann vorher suchen. Ja, und die so schnell wie möglich treffen. Innerhalb von 3 Minuten so viel Dose oder Ziele wie möglich. Noch 3 Minuten wird gestoppt. Hier wäre jetzt rot-gelb. Rot-gelb. Hier haben wir rot-gelb. Ah, da. Also hier der Schuss rot-gelb. Da ist jetzt rot, blau, gelb. Und die Ziele sind immer so gestellt, dass man sie nicht gerade so schießen kann. Also man muss schon ein bisschen sich ab und zu anstrengen vom Stand her. Bisschen rüber, nur blau, noch ein bisschen rüber, nur rot, dann da ist wieder immer nur gelb. Hier ist die Markierung höher. Also man muss mit einem Körperteil immer den Pfosten berühren. Also Field Target ist nicht das Ende vom Lied. Es gibt noch viel, was Spessler macht. Der 90 Meter Stand, also der Abschuss, überdacht, könnte man bei Regen im Trockenen schießen. Da liegt ein bisschen Material drunter. Da stehen noch die Ziele von ehemaligen Schützen. Bei der WM war er noch dabei. Dann habe ich einmal richtig losgelost. Seitdem war er nicht mehr gesehen. Also wenn du das Video siehst, seine Ziele stehen da, kannst jederzeit abholen. Du kannst auch jederzeit kommen und schießen. Ich bin nicht nachtragend. Da gibt es auch noch einen Möchte, nicht gern Loser. Derjenige weiß schon, wenn ich mähne. Hausverbot hat bei mir noch keiner. Also wer kommen will von denjenigen Opfern, sage ich mal, der kann ruhig kommen. So, das war jetzt ein kleiner Einblick vom Chicken River Schießgelände. Nächstes Jahr schauen wir mal, was da abgeht.
ein Kühlbox schieße, habe ich rausgegeben. Am 17. Juni, nach 2 Tagen, war es ausgebucht. Abnormal, oder? Allerdings fehlen noch einige 20-Euro-Scheine von manchen Leuten. Angemeldet ist man in dem Fall. Kuvert, 20 Euro neu. Zu mir schicke, 10 Euro gibt es zurück, wenn ihr startet am 17. Juni 2017. Die Probleme mit den Terminen ist ausreichend geklärt. Wer damit Probleme hat, hat halt die Probleme. Ansonsten gibt es nächstes Jahr viel Target. Pfälzisch Long Range, das ist meine Königsdisziplin. JS, diese Jagdsimulation vom Pfosten aus. Oh, wieder Verkehr. Das haben wir ein Dorf von 600 Einwohnern und Verkehr, wie wenn da 10.000 wohnen. Was, wo weit war ich? JS Bench Rest wird wieder gemacht. Und also CO2 wird ständig geschossen. Ziele sind ja massig vorhanden. Also wenn dann mehrere Leute kommen, muss man sich absprechen, schießen wir halt Luftgewehr, dann kann da vorne keiner rumrennen mit der CO2-Waffe und Parcours schießen. In dem Fall muss man sich absprechen. Also ich kann nicht leid starten lassen, sonntagsmorgens, die da vorne rumhupsen mit CO2-Waffe und welche, die dann auf Pfälzisch Long Range oder schon irgendwie viel Target schießen. Beides verträgt sich nicht. Das kann man dann so machen, wenn sich beide Gruppen treffen. Sagen wir mal 2 Stunden Parcours schießen mit CO2-Waffe und danach halt normale Luftgewehr, viel Target oder was sonst anliegt. Jo, also ich lese nicht ab, ich muss mir alles im Hirn ausdenken da. Ich mache mal Stopp, dass die Räder auch wieder nachspulen. Wann die einzelnen Veranstaltungen sind, wird noch bekannt gegeben. Man kann bei Facebook gucken, dort gebe ich die dann auf meiner Seite oder für die Allgemeinheit. Preis und einfach anrufen und dann klären wir die Sache ab. Also wenn jetzt sonntags jemand kommen will, der Start ist um 9 Uhr hier und wenn er mit der Familie dabei ist, ist kein Problem. Hier ist sonntags Schuhindustrie Hauenstein, das ist 16 Kilometer weg. Wer Schuhe braucht, dort ist meistens sonntags geöffnet. Cafés haben wir auch, Bäckereien, die haben auf, das sind gerade mal 1500 Meter, dann sind schon Bäckereien. Die haben sogar sonntags auf. Und wer jetzt ganz weit hat und möchte jetzt mal übernachten da, da kann man ein Zelt herstellen oder ein Wohnmobil. Toiletten haben wir hier nicht. Also hier ist Wildnis. Rundum Wildnis. Da oben ist zwar die K4, aber da rum gar nichts. Dorne, Wildschweine. Also man muss auf sich selber sein. Toilette sorgen. Wenn ich wegfahre, habe ich immer im Bus Chemietoilette drin. Also die Profis wissen, wie man das macht. Wasser ist nur fließendes Wasser da, würde ich nicht trinken. Wahrscheinlich kann man es trinken, aber ich werde es nicht trinken, aber es soll ja kein Problem sein. Man kann sich Wasser mitnehmen. Da beim Kühlbox schieße, der Name ist nur durch diese
Kühlbox, also die Versorgung. Man nimmt Essen mit, man kann einen Grill aufbauen, man kann da grillen, man kann sich einen Kasten Bier mitnehmen oder Schunsch, was man gern trinkt. Wenn man nicht heimfahren will, so, dann übernachtet man so. Zelt aufschlagen oder Schunsch irgendwas, habe ich ja schon gesagt. Es ist alles möglich. Was man nicht machen darf, gucken wir nein beim Terminatoren. Damit kann ich nicht, leider. Ich bin Musiker. Wenn ich Termin ausmache, dann ist der bombensicher. Ich erwarte das auch von anderen Leuten. Termin ausmachen ist gar kein Problem. Als Musiker machst du für 2 Jahre einen Termin. Weiß ich, dass ich, ob ich in 2 Jahren lebe. Wenn das jeder so machen würde, kann ich die ersten 3 bis 4 Wochen sagen, da wird es nirgends ein Konzert geben, weil das müssen alle Musiker. Das geht alles im Voraus. Hey Jungs, ich brauche Musik, wann Kinder? Dann macht man aus, macht einen Vertrag. Halt, dreht man nicht an dem Tag, weil man krank ist oder weil irgendwelche Musiker absprungen sind. Dann kriegst du den Arsch aufgerissen von dem sein Anwalt. Da gibt es gar nichts. Die stellen da Zelte auf meistens. Das kostet Schweinegeld. Der sucht sich den Schuldigen, der ruft seinen Anwalt an. Und deswegen verstehe ich als Musiker nicht die Pinserei, wenn ein Termin rausgäbe ist. Ja, ich würde gerne mitmachen, aber ich kann mir erst 3, 4 Wochen vorher sagen. Da flippe ich aus. Ende. Also ich merke schon, wie ich mich wieder innerlich aufrege. Diese Wischiwaschi-Heiner. Man trennt sich da davon und fertig. Das ist wie, wenn dich in der Ehe vertragst dich mit deiner Frau nicht mehr, weil die Welten auseinandergehen. Trennt man sich. So ist das da. Also wenn das Thema kommt, wenn ich da dran denke. Und das Schlimme ist, die werden immer mehr. Du hast Leid. Die kennst schon ein paar Jahre. Wirklich. Super Type. Dann kommt so ein Hammer. Und dann der Spruch. Ich wiederhole es fertig. Also, jetzt ist einmal Schluss. Wer kommen will, hier kann ein Paradies sein für Spaßschütze. Man kann sich in der Gelbe auf 90 Meter und man kann auch Dose blinken auf 10 Meter. Gar kein Problem. Ich helfe jedem, soweit ich kann. Ich bin auch nicht allwissend, aber einige Jahre an Erfahrung habe ich. Die gebe ich gern weiter. Dumm babble tue ich auch gern. Also herkommen, Späßle haben. Tschüss, bis 2017. Das war jetzt Pfälzisch Long Range, ein Fehlschuss. Und zwar ins Sägeblatt, das hat in der Mitte ein Loch. Wenn ich das Loch treffe, macht es keinen Ton. Der Fehlschuss klingt so. Also nicht der Klingler ist das Treffen, sondern die Ruhe. Wenn das Loch, wenn das Diabolo
durchs Loch geht. Ich meine, man kann nach außen vorbeischießen, das wäre ja Bescheißerei. Also man könnte dann hinten dran an das Loch von so einem Abreißblock Papier hier machen, dann kann man es nachweisen, ob er ins Loch geschossen hat oder nicht. Ich schieße jetzt gerade auf 60 Meter. Das Loch ist ein 30 mm Loch. Die meisten Sägeblätter haben 30 mm Aufnahme. Nicht getroffen. Ah! 60 Meter, 30 Millimeter, 7,5 Joule. Also noch eine Information, ich schieße ausschließlich JSB Express 452 in alle Gewehre, ob das Weihrauch, HW35 oder HW30S. Ich schieße nur JSB Express 452. Damit habe ich die beste Erfahrung gemacht. Vom Wind her, von allem, nur meine Aussage. Schöner Sport. Schöner Sport für einen alten Mann. Du musst nicht rumrennen, nur konzentrieren musst dich noch können. Ich schieße jetzt mal auf 75 Meter das kleine Sägeblatt. Also das Sägeblatt da oben ist jetzt 75 Meter von hier. Entweder es klingelt, man kann es auch wackeln sehen. Ah, Wetter.
Ja, ein Schuss aufs große Klangziel, das ist es gerade im Bild. Auf das rote Klangziel, Sägeblatt, neben der gelben Flasche. Jetzt die gelbe Flasche. Also so kann man sich dann allmählich auf entfernte Ziele einschießen. Das kann wirklich jeder. Ich schieße jetzt mal auf diese rot-gelb markierte Orangensaftflasche stehend, so wie beim JS, Jagdsimulation vom Pfosten aus. Also man sieht, dass das deutlich getroffen ist. Und der Partner schreibt dann den Treffer auf. Und so lässt sich das spielend bewerkstelligen. So, Kamera blinkt, Kassette leer. Also Zwangsende. Macht's gut, tschüss.